Moin zusammen, Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und zwar bin ich gerade aus dem Urlaub zurückgekommen. Man sieht es vielleicht, das Hirn total verbrannt, gerade ein bisschen eingecremt und so weiter nach dem Duschen. Sieht jetzt ein bisschen scheiße aus, also nicht wundern. Genau. Und zwar, ihr habt es wahrscheinlich im Titel gelesen, ich habe 2 eigene SPCs abgeschlossen. Diese Basic Icon SPC, die habe ich einfach so zwischendurch im Urlaub auf dieser Foot Companion App gemacht. Und ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was ich da ziehen werde. Die haben mich ungefähr 500.000-600.000 gekostet, beide zusammen. Ich habe meinen Hagi oder Hachi, wie der heißt, diese Icon, die ich hatte, habe ich verkauft. Und noch meinen Lala Inform, damit ich mir die 2 machen konnte. Den Rest hatte ich halt im Verein. Ich hatte halt einfach Bock gehabt, mal was zu ziehen. Vielleicht habe ich auch Glück und habe mal was Gutes. Deswegen habe ich halt einfach meine alte verkauft. Und ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ob es sich gelohnt hat, ob ich was ziehe, was ich spielen kann. Oder ob ich 2 Typen ziehe, die einfach total unspielbar sind, was weiß ich. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich was Gutes ziehen werde. Ich würde sagen, wir starten jetzt direkt mal rein, ziehen mal die Packs. Ich zeige euch mein aktuelles Team und let's go. So Freunde, das ist jetzt mein aktuelles Team. Ich weiß, diese Tonqualität ist jetzt nicht so perfekt. Ich muss da noch ein bisschen mit rumbasteln und so weiter. Das ist jetzt über die Aufnahme über meinem PC mit einer Game Capture. Und ja, das ist jetzt total mein Team. Ich habe mir diesen Juan Resus hier geholt durch diese SPC. Hab dafür meinen Marquinhos abgegeben, weil ich finde von den Werten her diesen Juan Resus echt krass. Und ja, dann habe ich halt jetzt wieder hier den Gila Bogie reingestellt, weil ich halt meine Ikone, die ich sonst da drin stehen habe, verkauft habe. Und hier habe ich jetzt erstmal übergangsweise Meunier reingestellt. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt und hoffe einfach, dass ich was Gutes ziehen werde, weil sonst hätte ich halt wirklich die Arschkarte gezogen. Aber ich bin da eigentlich guter Dinge, dass ich mindestens einen Spieler ziehen sollte, der halbwegs das Wert ist. Ihr seht, 2 Bases, Icon, Spieler, Sets. Und ich würde sagen, auf 3 machen wir das erste Mal mit der Nase auf. Ich habe auf jeden Fall Bock, bin gespannt. Wie gesagt, Tonqualität wird noch verbessert. Gefällt mir persönlich auch überhaupt nicht. Und go. Komm schon, irgendeinen geilen Spieler. Walkout ist am Start. Ist ja normal, logisch. Icon. Oh Gott, wer ist das denn? Rechte Flanke. Oh, Best. Ich glaube, der ist nice. Ich glaube, der ist echt nicht schlecht. Best ist, glaube ich, echt nicht schlecht. Muss ich auf jeden Fall mal schauen, was der normal kostet. Aber geht auf jeden Fall schlechter, glaube ich. So, schauen wir mal rein, was der hier so für Einzelwerte hat. Schwacher Fuß, 4 Sterne, Spezialbewegung. Geht eigentlich voll klar, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist nicht so wild. Ja gut, Stärke ist nicht so in Ordnung, aber Ausdauer geht eigentlich klar. Und ich meine 88er, 4 Sterne, 4 Sterne. Kann ich mich jetzt eigentlich echt nicht bestören. Dribbling ist in Ordnung, Schuss, Tempo, passt, das passt alles. Aber für mein Team ist er eigentlich leider nichts, weil wie gesagt, ich spiele Mbappé. Aber ja, ich glaube auch nicht, dass ich den gegen Mbappé austausche. Vielleicht teste ich ihn mal oder sowas. Aber ich denke, ich werde ihn erstmal als Sub oder sowas verwenden. Und ja, dann bin ich mal gespannt, was ich jetzt hier so in meinem zweiten Pack drin habe. Ich denke mal, mit 88er Best kann man sogar leben. Ich guck mal ganz kurz, was der hier wert ist. Ja, das würde ich sagen, geht klar. 970.000 kostet er, wird mir jetzt hier wahrscheinlich nicht zählen. Doch, geht eigentlich klar. 970.000 geht auf jeden Fall klar, weil so viel habe ich nicht mal für beide SPCs ausgegeben. Auch wenn ich ihn jetzt zurzeit nicht spielen kann. Aber trotzdem kann ich mich da auf jeden Fall nicht beschweren. Alter, ist schon heftig, wie rot ich bin. Sonnenbrand ist da. Ich würde sagen, komm, weil das so gut geklappt hat mit der Nase, mache ich die zweite, das zweite Pack auch mit der Nase auf. Komm schon. Nochmal irgendwas Geiles. Nochmal irgendwie ein Stürmer oder ZM. Nochmal Best oder was? Nein. Muss groß. Das gibt's nicht. Wie kann man denn so viel Pech haben? Wenn man jetzt zweimal hintereinander denselben zieht, muss ich ihn einmal abstoßen. Oh mein Gott. Also war das theoretisch jetzt völlig für umsonst. Was ist das denn für Müll? Scheiße. Ey, nein. Komm schon, EA. Was macht ihr da für Müll? Toll. Jetzt habe ich den hier als Duplikat. Super. Kann ich irgendwie gucken, dass ich irgendwann ein paar Münzen kriege? Und den jetzt hier erstmal drin lass, dass ich dann irgendwie demnächst eine Icon SPC mache, wo ich den reinpacken kann. Das ist ja mal richtig dumm. Da hätte ich lieber irgendeinen 85er, 86er genommen, wie jetzt den zwei gleichen Spieler nochmal.
Ist der so unselten oder was? Oh mein Gott, das ist halt echt richtig dumm geregelt von EA. Beide untauschbar, richtig dämlicher Müll. So Freunde, eigentlich habe ich ja das Video beendet gehabt, aber ich habe ihn jetzt nochmal ganz random in der SPC gesteckt von Butragueno. Einfach eine Icon abgegeben, habe ein 100k-Pack gekriegt und das war das Ergebnis. Ich wollte das jetzt einfach nur nochmal so mit reinschneiden. Ihr seht, Sergio Busquets, Khedira, Savic, Fekir, noch ein paar 83er, 82er. Ich denke mal, aus dem Pack werde ich jetzt noch so 100, 120k gemacht haben. Also war es jetzt noch nicht ganz so schlimm. Also ich habe ungefähr 600k ausgegeben, habe jetzt ein Best bekommen und jetzt nochmal so um die 100, 120k. Also kann ich mich, denke ich mal, nicht beschweren, aber es ist halt trotzdem echt traurig, dass man einen 88er, der eigentlich schon relativ selten ist, würde ich sagen, dass man den zweimal hintereinander zieht. Wie gesagt, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und haut rein, bis zum nächsten Video.